Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Müllautosimulator und heute aus einem ganz bestimmten Grund. Weil ab heute, 9. Februar 2023, gibt es diesen Titel bei Steam für 12,95 Euro, glaube ich, war angedacht, also circa 13 Euro. Und in der ersten Woche mit noch 20% Rabatt, wenn ich das alles noch so richtig im Kopf habe. Und ja, zur Feier des Tages habe ich mir gedacht, okay, wir sammeln einfach noch mal ein bisschen Altpapier ein. Ja, einfach um den Titel noch mal bei euch in Erinnerung zu rufen, falls irgendeiner dran interessiert. Haben sollte. Ist ein wunderbares kleines Gelegenheitsspiel, kann man ein bisschen Müll zusammenpressen und ja, zur Feier des Tages zerstören wir hier halt mal ein bisschen Papier und ich merke gerade, ich muss meinen Ton noch umschalten auf die Kopfhörer, jetzt höre ich auch was. Sehr schön. Jawohl. Ja, wir tun zur Feier des Tages einfach mal ein bisschen Altpapier pressen. Ich muss gerade nochmal schauen, wie das funktioniert hat. Ich muss auch gerade meine Maus mal ein bisschen runterstellen von der Mausgeschwindigkeit, sonst fliegen euch wahrscheinlich die Augen weg und ihr kriegt alle Schwindelanfälle. So, jetzt haben wir es wieder ein bisschen langsamer. Ja, zur Feier des Tages einfach mal eine Runde Müllautosimulator fahren. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach direkt weiter. Brauchen wir noch gar nicht pressen. Wir haben nämlich noch auf jeden Fall genug Platz da hinten drin. Oh, ich sehe was. Ich sehe, da vorne steht ein E-Scooter. Zur Feier des Tages können wir mal ein bisschen Feuerwerk machen, oder? Kriege ich zwar ein bisschen Punkteabzug, aber wir machen einfach ein bisschen Feuerwerk. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, was passiert, wenn man Sachen reinschmeißt, die nicht ins Müllauto gehören. Ja, gerade jetzt bei Papier. Wahrscheinlich würde uns dieses ganze Müllauto hier abfackeln. Aber gut, wir pressen erstmal zusammen. Wir machen zur Feier des Tages, sprengen wir dann gleich den E-Scooter einfach mal. Ja, weil ab und zu hat man tatsächlich den Fall, dass irgendwelche Sachen hier rumstehen, die da nicht hingehören. Und ich habe das noch gar nicht demonstriert, was da passiert. Ich glaube, ich hatte einmal eine Gasflasche oder irgend sowas in den LKW reingeschmissen. Außerhalb der Aufnahme, einfach als ich so ein bisschen getestet habe, mich reingespielt habe. Und ich würde sagen, la 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 la. Ich gehe schon mal so einen Schritt zurück. Puff, Feuerwerk zur Feier des Tages, Müllautosimulator Release. Ja, das passiert also, wenn man Sachen reinschmeißt, die sicher kein Altpapier sind. Sollte man drauf achten, sonst gibt es genau diesen ekligen Ton wie beim Abrissprofi Online und einen riesen Feuerball. Und den riesen Feuerball, sollte man nicht machen. War jetzt nur zu Demonstrationszwecken, muss man ja auch mal zeigen. Man muss ja also doch ein bisschen drauf aufpassen, was man reinschmeißt. Es geht einfach nicht alles rein. So, wir fahren mal weiter. Nachdem wir eine schöne Explosion hatten. Wunderschön. Wie gesagt, war nur Demonstrationszweck. Nichts weiteres. Normalerweise würde ich das nicht reinschmeißen. Ich hatte das damals privat schon mal getestet gehabt, was passiert, wenn ich so einen Gastank oder was, wenn ich da reinschmeiße. Und ja, so ein E-Scooter sollte man halt auch nicht reinschmeißen. Gleich kommt bestimmt da hinten jemand aus der Einfahrt gerannt, so ein kleines Kind und brüllt rum, mein E-Scooter ist weg. Könnte ich wetten. Aber egal. Können wir nicht ändern. Stand halt zufällig da, sah aus wie Altpapier. So. Direkt auf der Kreuzung hier. Ja, komm, da können wir noch ein bisschen was reinquetschen. Okay, den großen Karton wollte ich jetzt eigentlich nicht da reinquetschen. Aber Kleinkram sollte noch reinpassen. Ja, komm, wir pressen erstmal. Wir pressen erstmal. Mich wundert es ja immer wieder, dass eigentlich Müllwagen so selten komplett ausbrennen. Ich meine, das ist öfters mal der Fall. Da habe ich schon gesehen, viele Videos. Aber meistens wird es noch rechtzeitig bemerkt und dann wird einfach die komplette Ladung auf die Straße gekippt und die Feuerwehr gerufen. Ist günstiger, als wenn man halt ein neues Müllfahrzeug sich bestellen muss. Aber Videos habe ich schon öfters so gesehen, aber also so persönlich selber habe ich das noch nicht mitgekriegt. Zum Glück. Die Leute, die da das ganze Zeug reinschmeißen ins Fahrzeug, die sind halt ein bisschen aufmerksamer und schmeißen keine E-Scooter da rein. Wenn sie Altpapier sammeln. Könnte ich mir denken. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, da haben wir die nächste Ladung schon direkt. Ich fahre gerade mal wieder die Presse auf. Dann kann ich nämlich einfach mehr reinschmeißen. Fällt so wieder ein bisschen da hinten raus, aber das ist komplett wurscht. Auch reinschmeißen, nicht daneben. Ja, das geht noch. Bei Papiermüll ist es nicht ganz so schlimm, wenn man da die Hälfte rausguckt, habe ich schon festgestellt. Weil Papiermüll zerbröckelt nicht wie Sperrmüll. Wenn du jetzt so ein Stuhlbein da raushängen hast, dann liegt der Stuhlbein dann auf der Straße. Das ist hier nicht so schlimm. Ja, da fällt jetzt mal ein Karton hier raus und wurscht ist es. Schmeißt einfach direkt wieder hinterher, gut ist.
Ich meine, beste Punkt oder Bestzahl oder beste Punktleistung kriegen wir hier sowieso nicht mehr. Irgendeinen Highscore knacken wir nicht. Dafür reicht die Zeit nicht mehr. Weil wir haben ja den E-Scooter gesprengt und es gibt einfach da mal 200 Minuspunkte. Sollte man nicht machen. Wie gesagt, sollte man nicht machen. War zu Demonstrationszwecken, war eine... Hier, könnt ihr wieder haben, den Scheiß. Ich habe eine Gasflasche jetzt noch reingeworfen. Ja, super. So viel zum Thema aufmerksam sein. Da habe ich noch einen Karton verloren. Der andere bleibt noch drinnen liegen. Sehr gut. Bleibst du da drinnen? So. Dann pressen wir gerade mal zusammen. Wäre natürlich cool, wenn man während dem Pressen schon fahren könnte, aber kann man leider nicht. Also ich kann jetzt nicht... Doch, also sobald man diesen gewissen Punkt überschritten hat quasi, kann man weiterfahren, aber ja, bis man halt zu diesem Punkt kommt, muss man hinten stehen und muss... Ja, okay, ich muss trotzdem... Ich habe den Punkt noch nicht überschritten, jetzt ist der Punkt überschritten. Ansonsten bleibt die Maschine da einfach so stehen. Die Presse. So. So, fahren wir gerade mal auf. Ich kann, während sich da was bewegt, kann ich nicht drauf fahren. Das ist doof. Also kann sein, dass man auch nicht fahren kann, wenn die Presse schon hinter dem gewissen Punkt ist. Muss man gleich nochmal ausprobieren. Ich habe gedacht, die Maschine wäre gerade schon, oder die Presse wäre gerade schon hinter dem Punkt gewesen, aber war es anscheinend nicht. So. Ja, da können wir noch ein bisschen was reinstopfen, würde ich sagen. Ja, ich kann auch die Kisten ein bisschen noch drehen und reinpassen und anpassen und reinstopfen und quetschen und tüdeln. Aber ich glaube, so, das kriegen wir schon alles rein. Das kriegen wir auf jeden Fall rein. Deswegen mag ich Papiermüll irgendwie so. Es ist angenehm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich das Angenehmste ist für die ganzen Müllwagenfahrer und Müllleute, die Fahrzeuge beladen. Weil so Restmüll und Biomüll ist, glaube ich, im Sommer richtig widerlich. Ich meine, ich habe das Problem mit der Biomülltonne nicht, wie gesagt, weil ich habe einen Kompost draußen im Garten und ja, da fliegt halt alles rein, was sich irgendwie zersetzt. Da haben wir so Probleme mit dem Würmchen nicht. Das ist ganz gut, aber man sieht es halt oft bei anderen Tonnen. So. Okay, man kann nicht fahren. Sobald die Presse zwar über den Punkt drüber ist, kann man nicht fahren. Hier in der Zeit könnte man theoretisch vorlaufen und könnte sich da noch Kisten holen, aber nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht so wirklich. So, ich fahre gerade mal die Presse wieder auf. Ich glaube, das ist aber auch schon ein verdammt stressiger Job, gerade auch für die Mülltonnen quasi hinten einhängen am Fahrzeug. Gerade letztens wieder gesehen, da war Biomüll und es ist nur einer hinten dabei gewesen und der ist dann tatsächlich die ganze Zeit neben dem Müllfahrzeug nebenher gejoggt. Als anscheinend sonst zeitlich knapp gewesen wäre oder knapp geworden wäre. Ist schon, glaube ich, ganz schön stressig. Ich meine, für die Fahrer wahrscheinlich nicht so, die sitzen die ganze Zeit rum, aber was ich ja auch schon mal gesagt habe, ich bewundere Müllwagenfahrer, weil die durch jede enge Straße irgendwie durch müssen. Ja, bei uns auch. Wir haben hier quasi eine Straße weiter, eine total enge Straße. Die fahren dann quasi hier die Straße runter und fahren dann in die andere Straße rückwärts rein. Und die Straße ist tatsächlich wirklich nur so breit, dass da ein Auto normalerweise durchpasst. Und die fahren mit dem Müllwagen die komplette Straße rückwärts entlang. Bis sie quasi dann bei uns wieder ankommen und dann fahren sie vorwärts da wieder raus, weil die können nirgendwo wenden und können nicht um die Kurven hier dann fahren oder so. Das geht nicht. Deswegen fahren sie dann wieder vorwärts gerade raus. Das ist, fordert, glaube ich, schon ein ganz schön fahrerisches Können stellenweise. Wir haben ja auch ganz viele enge Kreuzungen und Kurven und da müssen die halt durch und da stellenweise auch Straßen, da müssen die dann ein Hubkonzert machen, weil dann Fahrzeuge in Kurven stehen, da kommen sie nicht rum und also ist schon, glaube ich, als Fahrer hast du es da auch ganz schön schwer. Ich meine, klar, er hat zwar immer eine Person dabei, die einweisen kann, aber trotzdem, die einweisende Person sieht auch nicht alles. Ich glaube, ist schon wirklich ein harter Job. Früher waren ja auch, soweit ich weiß, die Leute Beamte, wenn ich das mal so richtig mitbekommen habe. Mittlerweile sind das ja einfach nur noch Firmen, wo du angestellt bist, ganz normal. Obwohl es eigentlich ein, ich würde sagen, staatlicher Dienst ist, der sehr wichtig ist.
Man hatte ja mal in Italien gesehen, was passiert, wenn die Müllleute streiken. Da hast du richtig schöne Müllberge auf der Straße. Auch wenn man so bedenkt, bei uns werden die Mülltonnen alle 2 Wochen geleert, dann ist die auch wirklich voll. Oh, bisschen verbremst. Ja, oder gelber Sack. Wir haben alle 2 Wochen 2 gelbe Säcke. Ja, wenn die dann mal einen Monat streiken oder so, hast du 4 gelbe Säcke im Keller rumfliegen, plus 2 Tonnen Ladung Restmüll und was weiß ich hier rumfliegen und Papiermüll und... ja, bei Papiermüll wird eh nur alle 4 Wochen, glaube ich, geleert. Das... alle 3 Wochen oder alle 2 Wochen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie es bei Papiermüll ist. Aber Papiermüll ist weniger das Problem. Ja, die Onboard-Kamera, die ist wieder total on point. So, ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier vorne. Ein kleines Stückchen. So. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Man kann es halt hier aus der Ego-Perspektive immer ein bisschen schlecht abschätzen. So. Passt von der Position. Ja, könnte passen. Ich mache gerade mal ein ganz schnelles Fotochen. Ein ganz schnelles Fotochen. So, zack, zack. Foto gemacht. Perfekt. Ah, so schön mit OBS funktioniert das Screenshot machen. Total zuverlässig. Ich feiere das total. Das war mit der Radeon-Software... nee. Da hast du 30 Fotos gemacht. 29 davon waren zeitverzögert. Einige Sekunden später. Und wenn du Pech hattest, hat die AMD-Software einfach überhaupt keinen Screenshot gemacht. Ja, geile Sache. Oh, jetzt haben wir eine lange Durststrecke. Wir haben noch 46 Sekunden Zeit. 45, 44, 43. So, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, für Leute, die jetzt gerade dieses Video als erstes Video sehen vom Müllauto-Simulator... man kann den LKW nicht links-rechts steuern, man kann nur Gas geben und bremsen. Man stellt sich quasi an den LKW dran und tut mit der Pfeiltaste nach vorne drücken und dann fährt er vor. Man kann dann so lange Gas geben, bis man halt bremsen muss, dann drückt man halt die Pfeiltaste nach hinten, dann bremst der LKW. Ja, das kann man machen, man kann aber jetzt nicht links-rechts steuern. Man fährt quasi einfach nur immer eine gerade Bahn. Wo man mitfährt, kann man sich selber aussuchen, ja, ob jetzt hier auf der rechten Seite vom LKW oder auf der linken. Oder wir haben es hier vorne gesehen, einfach hier neben die Tür stellen, Pfeiltaste nach vorne und dann kann man fahren. Und wenn man bremst, steigt man automatisch wieder aus, genauso wie man hier auf der Seite das so machen kann. Sollte ich nochmal dazu sagen vielleicht. So, wir haben es geschafft. 775 Punkte. Ja, hätten wir die 200 Punkte nicht abgezogen bekommen wegen dem E-Scooter, dann wären wir, glaube ich, ganz gut vorne dabei. Aber gut. Mal sehen, wie lange mein Rekord hier bestehen bleibt. Wahrscheinlich nicht lange. Ich denke mal, sobald das Spiel da ist, werden da irgendwelche Leute meine Rekorde knacken. Bin ich mir ganz sicher. So, cooler Name, Gamer mit Bauch, gefällt mir. So, ja, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Wir haben wieder eine Folge Müllauto-Simulator gespielt. Eine, ja, Feierfolge zur Feier des Tages zum Müllauto-Simulator. 9. Februar Release für 12,95 € auf Steam, wer Interesse hat. In der ersten Woche noch für oder mit 20% Rabatt zu erhalten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich glaube aber ja. So. Dann hoffe ich, hat euch die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und ja, gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.